Ein Buch, fünf Fragen. Selbstfürsorge 4.0. Wer gut für sich selbst sorgt, kann sein Bestes geben. Ein Buch von Monika Pohl. Wer gut für sich selbst sorgt, bleibt motiviert und leistungsfähig, kann bei Bedarf andere unterstützen und entscheidend zum Erfolg des Teams oder der Firma beitragen. Der Blick hinter das Cover. Frau Pohl, mal auf den Punkt gebracht, worum geht es in Ihrem Buch? In meinem Buch geht es darum, ein gesundes Maß an Egoismus zu entwickeln, um in einer anspruchsvollen Arbeitswelt langfristig nicht nur zu funktionieren, sondern gesund, lebensfroh und glücklich zu bleiben. Dabei spielt das Thema Achtsamkeit in Bezug auf die eigenen Werte, Ziele und Bedürfnisse eine entscheidende Rolle. Ich erfahre immer wieder, dass Menschen, die gelernt haben, gut für sich selbst zu sorgen und Verantwortung für das eigene Wohlergehen zu übernehmen, Sinn in ihrem Tun erleben, offen sind für Neues und dadurch auch bereit, sich weiterzuentwickeln. Dies ist ein klarer Vorsprung. Sie haben keine Angst vor der Zukunft und können so den digitalen Wandel mitgestalten. Und was macht Ihr Buch aus? Also, was ist das Besondere an Ihrem Titel? Das Besondere ist der Blick auf die Arbeitswelt 4.0. Selbstfürsorge ist mit zahlreichen Themen verbunden, wie gesunder Ernährung, körperliche Aktivität und einer positiven Geisteshaltung. Mir geht es darum, die Vielfalt der Möglichkeiten aufzuzeigen, die uns zur Verfügung steht, um für die Herausforderungen des Arbeitsalltags gut gewappnet zu sein. Dazu zählen Soft Skills wie Gelassenheit, Empathie, ebenso wie Willensstärke und Humor. Denn Arbeit ist an sich etwas Wunderbares. Sie dient nicht nur dem Erwerb des Lebensunterhalts, sondern ermöglicht uns gesellschaftliche Teilhabe, gibt uns eine Identität und verleiht uns Würde, ganz gleich, welche Tätigkeit wir ausüben. Wer gut für sich selbst sorgt, bleibt motiviert und leistungsfähig, kann bei Bedarf andere unterstützen und entscheidend zum Erfolg des Teams oder der Firma beitragen. Wann kam der Moment, in dem Sie wussten, das Buch schreibe ich? Was war der Auslöser? Neben dem betrieblichen Gesundheitsmanagement bin ich auch im therapeutischen Bereich tätig und erlebe immer wieder, wie Menschen sich selbst aus dem Fokus verlieren, krank werden und ausbrennen. Dann beginnt ein mühsamer Genesungsprozess, der den Betroffenen viel Kraft kostet und oft eine lange berufliche Ausfallzeit nach sich zieht. Doch so weit muss es nicht kommen, denn Selbstfürsorge ist die beste Vorsorge. Ich möchte meinen Lesern Mut machen, mehr für ihre Belange einzustehen und die eigenen Grenzen achtsam auszuloten. Wie in Prävention geht es also auch um Salutogenese und damit um Gesundheitsförderung statt nachträglich um Krankheitsbekämpfung. Mal ehrlich, wie viel persönliche Erfahrung steckt drin in Ihrem Buch? Mein großer Vorteil ist, dass ich aus der Praxis komme, Menschen einfühlsam abholen und anleiten kann. Dabei nutze ich Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung als Leitfaden. Wesentlich für mich ist ein ganzheitliches Vorgehen, bei dem Körper, Geist und Seele eine Einheit bilden. Wer daran nicht glaubt, hat aus meiner Sicht etwas noch nicht verstanden. Eine gesunde Lebensführung ist übrigens auch mein persönliches Motto. Und in diesem Zusammenhang bieten mir Yoga und Meditation den idealen Ausgleich zum Beruf und zugleich die perfekte Ergänzung. Und was würden Sie sagen, wen wollen Sie erreichen? Für wen ist das Buch die perfekte Lektüre? Mein Ziel ist, die Menschen zu erreichen, die bei dem Begriff gesunder Egoismus zusammenzucken, weil sie nie gelernt haben, an sich selbst zu denken oder ein falsches Verständnis davon haben. Dabei plädiere ich sicher nicht für eine egozentrische Gesellschaft, ganz im Gegenteil. Ich möchte vielmehr den Nutzen der Selbstfürsorge hervorheben, weil ich davon überzeugt bin, dass wir nur durch einen selbstbewussten und selbstbestimmten Umgang mit dem, was unsere Persönlichkeit und Individualität ausmacht, ein gesundes und wertschätzendes Miteinander fördern können. Und der erste Schritt auf diesem Weg beginnt bei uns selbst. Um die eigenen Potenziale auszubauen und sie als Ressource für den Berufsalltag zu nutzen, biete ich in meinem Buch die notwendigen Impulse an. Darüber hinaus liegt es mir sehr am Herzen, Unternehmen dafür zu sensibilisieren und zu gewinnen, ihre Mitarbeiter bei der Selbstfürsorge zu unterstützen. Denn der wichtigste Erfolgsfaktor eines Unternehmens sind gesunde und motivierte Mitarbeiter. Monika Pohl, vielen Dank.
Ein Buch, 5 Fragen. Selbstfürsorge 4.0. Wer gut für sich selbst sorgt, kann sein Bestes geben. Das neue Buch von Monika Pohl. Erschienen im Gabal Verlag. Mehr Informationen finden Sie unter gabal-verlag.de.